Hey und willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht wieder, ich bin auf einer neuen Flachwelt, aber diesmal ohne, dass ich ein Haus baue. Sondern, da hat mich der Jakob drauf gebracht, nämlich, ich kann ja mal Redstone-Schaltungen erklären. Ich wusste zwar am Anfang nicht jetzt so ganz, was ich jetzt nehmen sollte, aber an Redstone gibt's genug. Und zwar, also ein bisschen fähig ich auch noch eine. Wir bauen heute ein Lasertor, kann man es nennen. Denke ich mal. Und sorry, das ist Metallic. Ich skippe das einfach mal. Schnell. So, ich denke mal, dass das hier die Sachen sind, die man dafür braucht. Also denke ich mal. Und ja, dann buddeln wir erstmal ein Loch hier rein und das gebe ich dann auch mal. Denn es leckt. So, ich habe jetzt erstmal ein 7x5 Block breites Loch gebaut. Und ja, das funktioniert hier mit dem, wie auch immer ich das bauen will. Also als erstes, ihr wisst ja, jeder Biegen hat halt, ne? Leuchtet halt. Also sollte er tun. Kann man ja so dann drei Stück hinstellen. Dann stellt man hier Fence-Gates oben drauf. Was mir gerade eingefallen ist, wenn man halt noch die Farbe von denen ändern möchte, zum Beispiel in Rot oder so, braucht man ein bisschen, eine bisschen tiefere Welt, aber ist erstmal egal. Ich mache die mal auf, weil der Ton, der nervt schon. So, ich habe es nochmal anders gecheckt, denn ihr müsst einfach dann halt sowas bauen. Deswegen habe ich hier nochmal so ein Loch eingebaut, eingehauen oder wie auch immer. Also da kommt dann so ein Pisten hin, so gesagt. Das muss wahrscheinlich viel größer. Wieso ich gerade immer die Grasschicht mit weghau, weiß ich selber nicht. Redstone-Fackel ran. Und da kommt es erstmal ein Redstone im Spiel in meiner Welt. Und da seht ihr schon, das geht. Und es leckt. Ist jetzt 1,14 oder 1,8 würde das, glaube ich, hochgehen. Aber nein. Also jetzt seht ihr ja schon, scheiße, brauchen noch einen Hebel. Das setzen wir erstmal durchs Fenster geht, weil das haben wir ja da schon. Und wenn man das dann aktiviert, dazu, dann geht halt die Redstone-Fackel aus, der zieht den Emerald-Block wieder weg und das leuchtet nicht mehr. So viel dazu. Das verbinden wir aber nachher noch. Denn dann setzen wir hier erstmal wieder Blöcke hin. Im Repeater. Das ich doch, Mann, danke. Das will ich jetzt einfach auf, weil, ja, keine Ahnung wieso. Ist eigentlich voll einfach. Man verbindet das einfach. Mit dem anderen. Gut, so jetzt nicht. Ach so. Ja gut. Dann verstärken wir das hier mal wieder. Und ihr seht es, geht auf. Und es leuchtet. Jetzt nehmen wir erstmal nochmal Gras. Machen mal kurz hier dieses Loch zu.
wohin ich dann eigentlich auch noch mal den Hebel setzen muss. Diese Löcher, die machen wir jetzt auch noch mal kurz mit Erde zu. Nehmen wir uns mal Gras. Beziehungsweise diesen Block. Seht ihr, das ist zu und die leuchten. Jetzt nehmen wir nochmal Strings, damit es auch gleichmäßig ist. String. Wird sogar einmal gebraucht. Das werde ich. Mach das mit dem String hier. Und dann muss noch eins. Also hier erstmal alles mit Strings auffüllen. Damit man dann hier ganz gelassen halt irgendwelchen unauffälligen Teppich platzieren kann, muss. Das platziert man auch über die Fence Gates. So viel dazu, ne? Ja, so einfach wäre es auch gegangen, ne? Ja. Also das bauen wir jetzt mal wieder so ran. Erstens Strings sieht man kaum und der bleibt doch da, hoffe ich mal. Blockiert auch keinen Redstone. In irgendeiner Weise. Wenn ich jetzt den Hebel umlege. Also jetzt ist er offen, ne? Jetzt kann man ja hier einfach drüber spazieren. Und es leckt. Sorry für die Lecks, aber das seid ihr ja eigentlich gewöhnt. Jetzt machen wir das an. So viel zu gleichmäßig. Gut, ihr seht jetzt, es sind hier in Anführungsstrichen Laser. Man kann immer noch drüber gehen, aber. Oh. Da habe ich mir den Stein nämlich rausgesucht. Man kann hier ja Blöcke platzieren. Das dann halt zu einem Tor machen. Also. Dafür kann man jetzt jedes beliebige Glas nehmen. Ich nehme jetzt einfach, damit es ein bisschen schnell geht. Man muss halt Glas wirklich benutzen. Und man kann halt hier nicht durch, wegen den Fence Gates. Weil die halt jetzt zu sind. Wenn man das mal als Tor benutzen sollte. Ich freue mich schon auf meine neue Grafikkarte. Ich weiß, ich habe das jetzt schon echt oft erwähnt, aber es wird wahrscheinlich dann überhaupt nicht mehr laggen, ne? Und ich glaube, das würde auch jeden von euch freuen, lagfreie Videos zu haben. So, jetzt haben wir einen Durchgang und man kann. Man hat einen Durchgang und kann nicht durch. Also ihr seht hier, also ich drücke wortwörtlich W. Ich laufe immer zurück und drücke W, ich komme hier nicht durch. Ich muss außen rum gehen. Jetzt zurück mal wieder. Und man kann durchgehen.
soll da jetzt Lasertür? Ich meine, man könnte jetzt auch einfach den hier wegmachen. Wenn man halt keine Beaks will und irgendwie denkt, ach ja, jetzt kann ich hier durchlaufen. Nein, kann ich nicht. Aber normalerweise sollte man da schon was hinstellen, ne? Der Sound kam ja früh. Das war mein So Leute, das war jetzt mein Tutorial für ein Lasertor. Und ja, wie schon gesagt, man kann die auch in einer anderen Farbe machen, aber dazu müsste ich das jetzt alles nochmal eine Ebene höher bauen, damit halt da noch so ein Glas drüber passt. Oder man macht einfach nochmal. Wo ist es? Ja. Wenn man jetzt Bock hat. Nochmal rotes Glas drüber. Gut, unten ist jetzt immer noch weiß, aber trotzdem. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao.